Ganz herzlich willkommen zu Gesprächen unter Bäumen. Wir sind hier in Berlin, der Stadt der Freiheit und des konstanten sich Neuerfindens. Und genauer gesagt am Wannsee, einer Kulturlandschaft, wie sie im Buche steht, die alle Höhen und Tiefen des 20. Jahrhunderts erlebt und auch geprägt hat. Und noch genauer gesagt, hier im Garten des Hauses, das mein Urgroßvater gekauft hat, Ende des 19. Jahrhunderts, klassische Gründerzeitgeschichte. Und seitdem haben hier nur Langenscheids gewohnt. Als wir überlegt haben, wie wir Gespräche machen könnten mit den besten und spannendsten Unternehmern und Unternehmerinnen dieses Landes, war natürlich die naheliegende Idee, Kamingespräche zu machen. Aber irgendwie wollte ich es nicht. Rotwein, Zigarren, nur ältere Herren, CO2-Ausstoß, totes Holz, irgendwie passt es nicht mehr in die heutige Landschaft. Und deswegen naheliegende Idee, wir haben hier so schöne Bäume, Gespräche unter Bäumen zu machen. Denn Bäume sind so ein bisschen Symbol auch für Familienunternehmen. Die haben meistens starke Wurzeln und definieren sich aber auch ständig neu. Jedes Jahr neu, wachsen, wenn es geht, in den Himmel. Wachstum ist immer wichtig in der Wirtschaft. Und ich kenne keinen, der nicht Bäume liebt einfach. Und deswegen machen wir hier es unter Bäumen. Und ich freue mich sehr, hier und heute jemand zu haben, der eine ganz enge Affinität zu Holz generell hat. Es geht um eine Firma, wie sie auch im Buche stehen könnte, für die Stärken von Deutschland. Maschinenbau, Mittelstand, Ostwestfalen, lange Tradition, dritte Generation jetzt schon geleitet, Weltmarktführer in vielen Bereichen, extrem innovativ, viele, viele Patente. Und es geht um eine Weltmarke der Holzveredelung, wenn wir es etwas pathetisch sagen wollen. Es geht um Oberflächen von Holzwerkstoffen und eine Fülle, Fülle von entwickelten Maschinen und Techniken. Und da eben in der ganzen Welt tätig, also dreistelliger Umsatz, 500 Mitarbeiter, ein Drittel davon in China. Klassische und tolle Geschichte des Rückgrats der deutschen Wirtschaft. Es geht um die Firma Wemhöhner und wer die seit langem in dritter Generation leitet, ist Heiner Wemhöhner und ich bin sehr froh, Sie heute hier zu haben, mit Ihnen über Diverses zu sprechen. Beginnen wir, ich habe gerade betont, Sie haben viele Preise gewonnen für Innovation und sind immer ganz weit vorne. Wie schaffen Sie das, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden, die wirklich immer wieder alles hinterfragen und immer wieder Neues kreieren? Was sind die Methoden dahinter? Wenn man sie als junge Menschen schon sucht und findet, sprich Ausbildung betreibt, dann ist es nicht ganz so problematisch, wie es heute immer wieder dargestellt wird. Ich habe das von meinem Großvater und meinem Vater übernommen, die immer schon Ausbildung betrieben haben. Das waren beides Handwerksmeister. Im Handwerk war das früher üblich, dass man ausgebildet hat. Und die jungen Menschen hießen damals Stifte und durften dann auch Zigaretten holen und ja, den Kaffee, wurden aber gut ausgebildet. Damals gab es noch Zigaretten. Ja. Und aus den Stiften wurden dann Auszubildende. Und ich habe diese Tradition sehr gerne übernommen. Und das ist, glaube ich, eine der grundsätzlichen Dinge, die heute so verdrängt werden, wenn es um das Thema Fachkräftemangel geht. Sie klagen nicht darüber, sondern Sie bilden selber aus. Ich sage, Fachkräftemangel hat der keine ausbildet. Und wenn dann wieder einer klagt und ich frage dann auch mal gerne nach, wie viel bildet ihr denn aus? Ja, dann gucken die gerne weg und wollen das Gespräch beenden. Und daran sieht man einfach, dass einige Firmen, Menschen, Branchen vor etlicher Zeit es drang gegeben haben, Fachkräfte auszubilden. Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, gute Leute zu gewinnen. Das heißt ja nicht für die jungen Leute, dass sie ewig da bleiben, wo sie ihre Lehre machen, ihre Ausbildung machen. Das heißt auch nicht, dass sie nicht mal wechseln können. Aber es ist dann auch für uns schön, wenn jemand, der eine Ausbildung gemacht hat bei uns, dann sagt nach 3-4 Jahren, oh, ich guck mal noch mehr ein bisschen die Welt an.
und kommt dann nach 3-4 Jahren wieder und sagt, ich habe das in so guter Erinnerung gehabt, ich möchte jetzt bei Ihnen weitermachen. Das ist einfach die Basis für so die Gewinnung von geschätzten Leuten. Und dann liegt uns auch sehr am Herzen, junge Menschen, die mehr können als nur eine einfache, in Anführungszeichen, Ausbildung, Facharbeiterausbildung, sie weiter zu fördern bei der Weiterbildung. Das liegt uns auch sehr am Herzen. Darum arbeiten wir sehr gerne und eng mit den Hochschulen in Ostwestfalen zusammen, wo wir auch versuchen, junge Leute rechtzeitig auf uns aufmerksam zu machen. Nicht jeder kennt das Unternehmen natürlich, weil es ist kein Markenartikel im klassischen Sinne. Sie sind ein klassischer Hidden Champion sozusagen, der nicht unbedingt furchtbar viel Geld in Markenbekanntheit investieren muss. Ja. Also insofern liegt uns das Thema, junge Mitarbeiter zu finden, rechtzeitig gut auszubilden und dann entweder zu behalten oder ihnen den Weg frei zu machen und irgendwann kommen sie vielleicht wieder oder nicht. Das ist im Grunde so die Basis der Frage, die Sie gestellt haben, wie gelingt es uns, innovativ zu bleiben mit guten jungen Leuten. Wir brauchen tolle junge Leute, die eben auch gerade mehr wollen, als nur immer dasselbe machen den ganzen Tag. Ich war mal einmal, das war für mich ein absolutes Highlight, bei der Nobelpreisverleihung in Stockholm eingeladen. Und dann bin ich am nächsten Tag in das Museum des Nobelpreises gegangen und habe mir mal die ganzen Preisträger angeschaut und wann sie die großen Innovationen gemacht haben im Leben, für die sie dann später, oft zu spät, den Nobelpreis bekommen. Und das endet relativ abrupt mit 40. Also ich glaube wirklich, Innovation und Kreation lebt bei den Jungen. Wir Älteren können anders gut hoffentlich, aber deswegen ist das natürlich wahnsinnig wichtig. Wie viele Ideen, wie viel der Teil der Ideen, dass sie was Neues, neue Maschinen, neue Technik machen, für sie dann irgendwann Patente bekommen, kommen denn von den Kunden in der ganzen Welt? Sie sind ja in der ganzen Welt unterwegs und haben ja Kunden wirklich überall. Also ganz wichtiges Thema, wir unterhalten uns sehr intensiv mit unseren Kunden über das, was sie haben möchten. Unsere Kunden haben in der Regel Maschinen und wissen auch, was man beim nächsten Mal besser machen kann. Wir sprechen mit unseren Lieferanten, auch das ist eine wichtige Beziehung. Welche Produkte Sie neu weiterentwickelt haben. Denn auch bei uns gilt natürlich schneller, weiter, höher. Das wollen unsere Kunden. Und das müssen wir gewährleisten. Und dafür braucht man tolle Mitarbeiter, man braucht tolle Partner, sprich Lieferanten. Und man braucht Kunden, die bereit sind, auch mal einen Teil des Risikos mitzutragen mit Neuentwicklungen. Und das führt dazu, den Kunden eng zuzuhören und auch den Markt zu kennen. Darum bin ich selber sehr viel, bis zur Pandemie jedenfalls, in der Welt herumgereist, um auch zu sehen, wo stehen wir mit unseren Produkten. Messen sind ganz wichtig, Messenbesuche, wo stehen wir mit unseren Produkten, wo steht der Wettbewerb, wo müssen wir hin, wo kann man hin, wo sind noch Lücken. Und dieser enge Austausch mit diesen Partnern, am Markt beteiligten Partnern, ist extrem wichtig, um weiter die Nase vorn zu behalten. Und das muss man natürlich auch wollen, die Nase vorn haben. Ich wollte nicht irgendwas machen, irgendwo dabei sein, sondern ich habe irgendwann erkannt, es gibt eine Chance, da Nummer eins zu werden. Und das hat mich gereizt und motiviert. Das haben Sie jetzt seit Jahrzehnten bewiesen. Jetzt ist es ja so, Maschinenbau ist ja so eine der attraktivsten Branchen der Republik. Und die Freunde in China schauen da ja sehr genau drauf, kaufen viel, kopieren viel. Und Sie haben sich ja selber sozusagen in die Höhle Löwen sozusagen begeben und haben, glaube ich, zwei Produktionsstandorte in China, also ein Drittel Ihrer Mitarbeiter in China. Wie ist denn die Erfahrung mit Patenten, Innovationen, die Sie entwickelt haben und der Umgang der Chinesen damit? Also ich habe eben ja schon angedeutet, dass ich selber deshalb in der Welt unterwegs bin, um zu sehen, was können andere vielleicht besser, was wird von uns erwartet. Und ich habe deshalb auch keine Angst, dass andere das auch tun. Denn was ich selber tue, muss ich anderen ja auch zugestehen. Also gucken und dann zu Hause sagen, ich habe da was gesehen, Mensch, da müssen wir doch mal gemeinsam drüber nachdenken. Ich glaube, da hingen wir ein bisschen hinterher. Das ist ja nicht Ideen stehlen aus meiner Sicht, sondern das ist einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und fahren. Und darum habe ich auch nie vor dieser Art
wie es in China so beschrieben wird, die kopieren gerne alles. Hat mich nie irritiert und hat mich bisher auch noch nicht maßgeblich irritiert, weil wir haben in China inzwischen auch nach relativ kurzer Zeit die absolute Nummer 1 Position im chinesischen Markt uns erarbeitet. Und da muss ich keine Angst haben, dass andere mich kopieren. Ich muss Angst dafür haben, dass ich zu langsam werde mit meinen Ideen, dass ich einfach eingeschlafen bin und sage, ja, ich bin doch der Beste und warum soll ich mich noch immer steigern? Nein, um der Beste bleiben zu wollen, muss man jeden Tag fit sein. Ja. Und darum habe ich davor nie Angst gehabt und habe auch bisher erlebt, es hat ein Mitarbeiter mal die Firma verlassen in China. Ja, er hat versucht mal das Produkt auch herzustellen, aber er hat es bisher nicht geschafft beispielsweise. Das heißt, er hat jetzt Jahre viel Geld investiert, um nichts zu erreichen. Und wir sind weiter mit einer stark motivierten Mannschaft dabei, unsere Position weiter auszubauen. Aber was für eine tolle Einstellung, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, der richtige Umgang damit. Und dieses Selbstbewusstsein sollte man auch haben. Aber das kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern ist über Jahre erarbeitet. Man sagt ja immer, jede kulturelle Innovation steht auf den Schultern von mehreren anderen. Es ist ja wirklich ein sich entwickeln und dann immer aber den Ehrgeiz zu haben, selber vorne zu sein. Großartig. Wie gehen Sie mit Fehlern um? Wenn Neues entwickelt wird, werden ja auch Fehler gemacht. Es werden falsche Wege gegangen, wo sich herausstellt, die funktionieren nicht. Was haben Sie für eine Kultur der Fehlertoleranz im Unternehmen? Gerade wenn man im Hightech-Bereich unterwegs ist, passiert es automatisch, dass man Dinge unterschätzt, nicht richtig einschätzt. Aber dann ist es doch nicht dann an der Zeit, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern wir arbeiten gemeinschaftlich. Der eine hat die Stärke, der andere hat jene Stärke. Das heißt, Teamwork ist bei uns im Unternehmen sehr angesagt. Und wenn man im Team arbeitet, dann trägt das Team eben auch die Verantwortung. Und das, was mal nicht richtig gut läuft, das ist normal, muss man akzeptieren. Das tut manchmal weh, aber es ist so, wenn man nichts macht, macht man auch keine Fehler. Und es ist eine ganz einfache alte Weisheit. Fehler gehören dazu und sind Bestandteil des Ganzen. Und deshalb muss man lernen, damit umzugehen und sie zu akzeptieren. Das klingt nach flachen Hierarchien und wir viel Entscheidungsfähigkeit dezentral. Das ist absolut meine feste Überzeugung gewesen. Bei uns gibt es wirklich sehr flache Hierarchien. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter selber Verantwortung übernehmen für das, was sie tun. Ich möchte denen nicht jeden Morgen sagen, heute macht er dies und heute Nachmittag macht er jenes, sondern ich erwarte von denen, dass sie wissen, was sie tun. Und wenn sie mal eine Frage haben, dann sprechen sie ihren Kollegen an. Und wenn sie beide keine Antwort mehr haben, dann sprechen sie ihren Abteilungsleiter an. Und irgendwann kommt auch mal jemand zu mir und das finde ich ganz okay. Aber es ist nicht so, dass da jeden Tag gesagt wird, heute machst du dies, morgen machst du das und bopp. Die machen und das erwarte ich auch, weil ich könnte auch so nicht arbeiten, wenn mir immer einer sagt, mach dies, mach das, mach jenes, wäre ich auch auf dem Sprung und würde mir eine andere Stelle suchen. Und so suche ich natürlich Mitarbeiter, die in der Lage sind, bereit sind, selbstständig zu arbeiten, weil ich mich selber auch so am wohlsten fühle. Man sagt ja, Diversität sei ein so ein Kreativitätsbooster. Wie ist es denn bei Ihnen so mit Männern und Frauen und verschiedenen Religionen und Hautfarben und Herkünfte? Ja klar, ein Drittel der Mitarbeiter sind aus China. Und wenn wir in der Welt unterwegs sind, dann sind wir doch gewohnt, mit allen Menschen umzugehen, klarzukommen. Und das müssen wir seit Jahrzehnten tun wir das. Das ist gewachsen. Aber schon mein Vater hatte einen Exportanteil, der damals schon recht groß war, in näher gelegene Länder. Es waren sicherlich erstmal die Benelux-Staaten, es waren die Schweiz, Österreich, es waren die skandinavischen Staaten, Dänemark, Norwegen, Finnland. Klar, das waren so mehr seine Märkte. Ich bin dann nach Amerika und nach Asien aufgebrochen. Aber wir kennen nichts anderes, als dass die Menschen verschieden sind. Und das ist auch ein bisschen der Reiz der Aufgabe, dass nicht
alles gleich ist, sondern jeden Tag kommen wieder neue Dinge auf einen zu, vor denen wir nur keine Angst haben. Weil wir gesehen haben, wir schaffen das. Altersdurchschnitt? Altersdurchschnitt kann ich jetzt ganz schlecht sagen. Ich würde mal so tippen Mitte 40. Aber eben mit immer wieder vielen jungen. Es kommen immer wieder viele junge Menschen nach. Etwa 10% unserer Mitarbeiter sind Auszubildende. Hohe Quote. Und das war aber auch, hat sich so entwickelt, hat sich als gut dargestellt. Und das, mal sind es ein paar mehr, mal ein paar weniger, aber im Schnitt haben wir so 10% unserer Mitarbeiter. Und wenn man zu Ihnen jetzt reinkommt, ins Headquarter sozusagen in Ostwestfalen, da schaut es wahrscheinlich jetzt nicht so aus wie bei Meta oder bei Google, dass da überall so Tischfußbälle und Tischtennisplatten und irgendwie Säcke, auf die man sich gemütlich machen kann. Was für eine Kultur haben Sie, dass die Leute sich offensichtlich wohlfühlen? Also was geben Sie denen für einen Platz, wo sie gerne aufblühen und wirklich ihr Bestes geben? Also ich bin in meiner beruflichen Laufbahn relativ spät, aber dann doch intensiv auf die zeitgenössische Kunst gestoßen. Mhm. Und so werden Sie im Unternehmen zeitgenössische Kunst in verschiedenster Art und Weise finden. Ja. Sei es in Form von Fotografie, sei es in Form von Skulpturen, sei es in Form von Malerei und. Und so sind nicht die Produktionshallen, aber die Büros eigentlich ausgestattet. Und die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind sicher ein bisschen stolz drauf, dass sie durch ihr Tun das ermöglicht, dass der Chef so eine tolle Kunstsammlung hat und die dann auch wieder denen zur Verfügung stellt, also sozusagen. Es hat keinen Widerspruch gegeben. Okay. Ich frage allerdings auch nicht, darf ich das bei euch in eurem Büro aufhängen oder so? Führen. Das müssen die dann ertragen. Wenn mir aber dann einer ins Ohr flüstert und sagt, das gefällt mir nun doch nicht, ist auch schon mal passiert, dann wird es umgehängt und ist einfach so. Sie haben ja, glaube ich, außerhalb des Unternehmens auch große Pläne mit Ihrer Sammlung und anderen Sammlungen, oder? Ja, ich möchte gerne der Sammlung eine Heimat geben, und zwar in der schönen Hauptstadt Berlin, weil da, glaube ich, die meisten Löwen unterwegs sind. Da brodelt es auch international und die Künstler und Künstlerinnen lieben es. Ja. Mich reizt eben auch der Wettbewerb immer und die Herausforderung, mit anderen verglichen zu werden. Und darum habe ich mich für Berlin entschieden und habe einen Platz gefunden in Kreuzberg. Der heißt Hasenheide 13. Ist ein, so nördlich von Tempelhof, oder? Genau, ist ein ehemaliger Festsaal, 120 Jahre alt, hat eine wunderbare Geschichte hinter sich und wartet jetzt darauf, renoviert werden zu dürfen. Ja, bravo. Da deutet sich ja was Tolles für Berlin an, würde ich mal sagen. Ja. Das müssen die Besucher später entscheiden. Wenn Sie morgens von Ihrem Haus, in dem Holz, wie Sie erzählt haben, eine gewisse Rolle spielt, also wenn Sie morgens in Ihrem Haus in die Firma fahren, was treibt Sie denn zu Fuß? Entschuldigung. Zu Fuß gehen. Noch besser, noch nachhaltiger und gesünder zugleich. Also wenn Sie zu Fuß in die Firma gehen, was treibt Sie denn jeden Morgen an, das zu tun? Natürlich Arbeitsplätze zu schaffen, auszubilden, Geld zu verdienen, tolle Zahlen abzuliefern, klar. Was motiviert Sie sonst noch? Die heutige Generation, das kennen Sie ja sicher, fragt ja immer so nach dem Purpose. Also Geld verdienen schön und gut, aber darüber hinaus muss es noch irgendwie einen tieferen Sinn haben, was gegen die Klimakrise zu tun oder was für die, bestimmte Minoritäten zu tun. Also gibt es so außerhalb des Wirtschaftlichen liegenden Motive, die Sie haben, das jeden Tag mit voller Energie zu machen? Also mein Hauptmotiv ist, war, die Nummer eins werden zu können, als sich die Chance erbot. Und das Hauptmotiv ist und bleibt, diese Position zu halten, auszubauen und abzusichern. Das ist mein Hauptmotiv, darum auch neue Produkte zu entwickeln, damit sichergestellt ist, wenn das bestehende Produkt nicht mehr so nachgefragt wird, aus verschiedensten Gründen, dass man dann wieder Produkte hat, die ebenrangig, eben auf dem gleichen Rang angeordnet sind. Das ist meine größte Herausforderung. Dinge wie Nachhaltigkeit sind für mich eigentlich selbstverständlich. Und ich muss ein bisschen sagen, dass das so im Vordergrund steht momentan,
Und dass sich alle Unternehmen jetzt demnächst zertifizieren lassen sollen müssen, verstehe ich nicht ganz. Denn zum Beispiel, ein kleines Beispiel, wir haben schon im Jahr 2011, also vor 11 Jahren, eine große Photovoltaikauflage auf die kompletten Firmendächer installiert, weil ich damals gesehen habe, das ist ein Produkt der Zukunft. Und das war für mich selbstverständlich, sowas zu machen. So Dinge, aber da muss ich doch nicht mich rechtfertigen. Ich habe jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die hab ich einfach. Und so mache ich andere Dinge eben auch, weil ich es für richtig halte. Und dass jetzt das Thema Energiesparen so hoch gehängt wird und die Medien so sehr beschäftigt, dass uns Menschen Angst gemacht wird. Ich kenne das so, dann dreht man bei den Schaltern ein bisschen runter. Und das entscheidet jeder selber, wie viel er sparen möchte. Ob er sich einen Pullover anzieht, wenn er zu Hause sitzt vom Fernsehen, oder sich im T-Shirt weiter tummeln muss. Ich finde, das sind so Dinge. Freiheit war für mich auch immer ganz wichtig. Und dass das jetzt so eingeschränkt werden soll, indem man uns Angst macht, macht mir ein bisschen Sorge. Das erlebe ich eigentlich immer wieder bei Familienunternehmen, wenn man mit den großen Unternehmern und Unternehmerinnen spricht. Die tun die Sachen meistens schon sowieso. Also Familienunternehmen bedeutet ja meistens, ein Unternehmen zu bekommen und es dann irgendwie größer und stabiler weiterzugeben an nächste Generation. Und da denkt man auch nicht im nächsten Quartal nur, sondern man denkt über Jahre hinweg. Da spielt Nachhaltigkeit automatisch eine Rolle. Wenn man viel sich mit Kindern beschäftigt, dann spielt Nachhaltigkeit auch eine große Rolle, weil die soll man eine Welt haben, in der sie sich wohlfühlt. Und man, also bevor der Begriff Purpose so in wurde und jeder so seinen Purpose sucht, haben das viele sowieso schon gehabt und haben sowieso schon auch gesagt, natürlich müssen die Zahlen gut sein und die Wettbewerbssituation gut sein, aber wir tun auch viel für die Gemeinde, wir tun viel für Umwelt und so weiter. Das war selbstverständlich. Und bei Nachhaltigkeit habe ich manchmal auch den Eindruck, dass plötzlich das dann alles sein soll, übertreibt so ein bisschen eine Richtung, etwas, was man ohnehin aus Verantwortungsgefühl macht. Das scheint bei Ihnen der Fall zu sein, oder? Ich kenne es nicht anders. Ich habe schon gesehen, mein Vater ist durch den Betrieb gegangen, hat, wo Licht nicht nötig war, den Schalter ausgemacht. Und das mache ich auch. Da rede ich mit keinem drüber. Ich frage Sie jetzt auch nicht, wie lange Sie duschen jeden Tag. Keine Sorge. Aber, ja, okay. Alles klar. Es sind so. Und sowas wie, es gibt doch B Corp zum Beispiel, dass sich Unternehmen zertifizieren lassen, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen und so weiter. Tolle Sache für viele Unternehmen, weil es wie so ein Selbstcheck ist. Sowas brauchen das Sie also gar nicht. Bisher hat auf die Idee ist noch keiner gekommen, weder von dem Management in Anführungszeichen noch von den Mitarbeitern. Also wir kommen eigentlich gut miteinander aus und das soll so bleiben. Das ist wichtig. Wichtig ist, dass wir miteinander reden, wenn was zu verbessern, zu verändern ist, und das tun wir regelmäßig. Also das Thema Sicherheit im Unternehmen ist sicherlich ein wichtiges Thema. Arbeitssicherheit beispielsweise, das sind so wirkliche Themen, die uns am Herzen liegen, um Arbeitsunfälle zu vermeiden. Alles zu tun, damit sich keiner bei der Arbeit verletzt. Denn wir arbeiten nun mal mit schweren Metallen. Wenn einem sowas auf den Fuß fällt, das tut schon weh. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der Spaß erhalten bleibt. Und die Arbeitsbedingungen, wenn man jetzt in eine Ihrer beiden Produktionsstätten nach in China gehen würde, sind faktisch die gleichen in China wie in Deutschland? Also man würde kaum einen Unterschied sehen, wenn man das jetzt direkt vergleichen würde. Das Vorbild war eben Deutschland und wir haben da noch einige Dinge stark verbessert. Wir haben zum Beispiel, ich sage immer, eine gläserne Fabrik gebaut, damit jeder sehen kann, was wir machen. Das Thema Kopieren hatten wir ja schon. Ich habe keine Angst davor. Aber die Mitarbeiter haben eben, glaube ich, 3 Meter hohe Glaswände. Die gucken also von ihrem Arbeitsplatz in die Natur, sehen also grüne Bäume, die wir auch da angepflanzt haben. Auch das finde ich selbstverständlich, wenn man ein Firmengrundstück hat, dass man das auch grün bepflanzt. Das dauert dann, bis die Bäume wachsen, aber sie sind dann schon mal da und es ist grün. Und wenn man bei der Arbeit auch ins Grüne gucken kann, finde ich es schön. Und ich sage dann auch, dann kann auch keiner durch das Grüne in die Firma gucken. Also da relativiert sich die gläserne Fabrik natürlich dann wieder von selber. Ja. Natürlich geben wir nicht alles Wissen preis, was uns so. Ja, Sie haben ja viele Patente, weiß Gott. Ich meine, was man sich durch das Gespräch hier ein bisschen zieht, ist ja zweierlei. Das eine ist so,
selbstverständlich innovativ, selbstverständlich einfach immer schauen, wie man besser als die anderen ist und schneller und preiswerter und sicherer und so weiter. Und auch selbstverständlich verantwortungsvoll sozusagen, dass einfach zum Menschsein dazugehört. Und das wiederum natürlich einzahlt darauf, welche Mitarbeiter man bekommt und so weiter. Wer hat denn, Sie haben ja nicht angefangen 1925 mit Holz, wenn ich es richtig sehe. Wer hat denn, ich meine, Sie sind ja, als hätten Sie es gewusst, Holz ist ja inzwischen ein Werkstoff, was die Leute mehr und mehr lieben, in der Wohnung genauso wie als beim Bauen und wo auch immer. Wer hat denn diese Entscheidung getroffen oder hat sich das einfach so vom Markt her, von der Nachfrage her ergeben, dass Sie jetzt darauf spezialisiert sind? Mein Großvater war Schlossermeister, also der hatte einen Amboss und eine Schmiede und hat Eisen erhitzt und dann gebogen. Er hat auch sogar mal ein Pferd beschlagen, also alles, was man als Schlossermeister damals machen konnte, wenn man einen Amboss und eine Schmiede hatte. Er hat Dinge, die in der Nachbarschaft gebraucht wurden, angefertigt. Dann kam mein Vater nach dem Krieg und dann entwickelte sich in die Firma. Er hatte drei Brüder, die auch nach und nach, mein Vater war der Älteste, die auch nach und nach in das Unternehmen kamen. Und dann hat sich in Ostwestfalen, also in unserem Gebiet, die Möbelindustrie entwickelt. Wir waren nah am Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet wurde Stahl gekocht und hergestellt. Und es kamen viele Menschen zur Arbeit dorthin. Und die wollten alle eine kleine Wohnung haben und brauchten Möbel. Und so hat sich bei uns in den 50er, 60er Jahren in Ostwestfalen ein wichtiger Bestandteil der deutschen Möbelindustrie etabliert. Das gab es vor dem Krieg nicht. Es hat sich dann so entwickelt, weil das Ruhrgebiet so nah war. Und so hat mein Vater dann mehr oder weniger, ist er da so reingerutscht, erkannt, das sind Produkte, da haben wir eine Kundennähe. Wir müssen nicht weit fahren, die Kunden sind schnell zu erreichen. Und so ist er angefangen. Das waren die 50er Jahre. Macht Sinn. Wenn man so sieht, Sie haben ja sehr, sehr viel Innovation in Prozessen, in Automation und so weiter und so weiter. Aber Sie sind ja auch in viele neue Bereiche gegangen. Es ging mit den Fußböden natürlich, Autobereich, was mich verblüfft hat. Photovoltaik, was spielt denn da Holzwerkstoff und dessen Veredelung sozusagen für eine Rolle? Das war aus einer Maschinentechnik, die wir für Möbelfronten entwickelt haben, ein sogenanntes Tiefziehverfahren. Um Folien, thermoplastische Folien auf dreidimensionale Holzwerkstoffe zu bringen, braucht man also ein Tiefziehverfahren. Und um Photovoltaik-Elemente herzustellen, braucht man eben auch ein Tiefziehverfahren. Ach so. Und dann haben wir gesehen, die Maschine, die wir haben, hat die Grundvoraussetzungen dafür. Und wir haben uns dann versucht in der Photovoltaikindustrie, haben aber dann gemerkt, nach 3-4 Jahren, das ist für uns kein guter Weg. Es ist eine Branche, die sich neu entwickelt, da kennt keiner unseren Namen. Die Preise, die wir da erzielen konnten für die Produkte, waren so niedrig, dass wir dann gesagt haben, wir stellen das wieder ein. Ach so, das gehört eben auch dazu, nicht nur immer zu gewinnen, sondern man verliert auch. Und das sind Erfahrungen, die gehören einfach dazu. Aber das heißt ja nicht, dass man die nicht machen muss. Sie wirken ja auf eine sehr sympathische Weise relaxed oder cool, würde man heute, glaube ich, sagen. Also wir haben viel gesehen, haben viel geschafft, wissen halt, wie es geht. Trotzdem haben Sie, besorgt Sie im Moment irgendetwas über Ihr Unternehmen und dessen Zukunft? Mich besorgt momentan sehr, wie die Politik und die Medien sich über unsere Zukunft äußern. Das macht mir schon Sorgen. Weil was wir gar nicht brauchen, ist, dass wir alle nur noch in Angst leben und abends nicht mehr einschlafen können. Kein guter Ratgeber fürs Leben, ja. Wir brauchen Zuversicht, wir brauchen Lösungen. Und ich meine, wir haben schon so viel erreicht nach schwierigen Zeiten. Ich meine, Deutschland war nach dem Krieg komplett zerstört. Es wurde wieder aufgebaut in einen Wohlstand, den man sich vielleicht nie hätte so vorstellen können. Das können wir doch, die Deutschen. Und warum werfen wir das jetzt so, stellen alles in Frage, machen andere dafür verantwortlich? Warum behalten wir nicht unser Selbstbewusstsein, unser Selbstvertrauen und glauben weiter an uns, dass wir es können? Und wir können es ja.
toller Satz. Ich bin ja der Meinung, dass die wichtigste erneuerbare Energie nicht Sonne, Wasser und so weiter ist, sondern dass es der Optimismus ist, die Zuversicht. Das kann man immer wieder in sich generieren, muss aber auch, und da kommen wir weiter. Ich meine, die Älteren uns haben ja auch schon mal Ölkrisen miterlebt und wie die bewältigt wurden. Und das Interessante ist, also Krisen ergeben sich ja auch wieder Innovationen. Also ich habe solche geliebt, im Gegensatz zu anderen, das Sonntagsfahrverbot. Dass man auf der Autobahn Rollschuh fahren konnte und Fahrrad fahren konnte am Sonntag. Und dann konnte man auch sagen, ich kann dich jetzt leider nicht besuchen, weil das Auto geht ja nicht. Und dann ergaben sich plötzlich so eine Entschleunigung, die ich eigentlich ganz angenehm fand. Und dementsprechend, ich bin auch sicher, wir werden aus der Krise wieder rauskommen. Absolut. Aber Pessimismus wird einem dabei nicht helfen, sozusagen. Ja. Nein, und es gibt ja Menschen, die brauchen auch das andere Menschen, die ihnen Mut machen. Es gibt durchaus Leute, die haben Angst. Und denen muss man doch die Angst nehmen. Das müsste Aufgabe der Politik sein. Und auch die Medien sollten sich vielleicht darauf ein bisschen mehr konzentrieren. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Martin Luther. Oder zwei. Also, oder gleich zwei. Sehr gut. Vorletzte Frage. Sie haben ja wahrscheinlich, wenn Sie die Konkurrenz ansehen, mit der Sie umgehen, gibt es wahrscheinlich große Konzerne, nehme ich jetzt mal an. Und es gibt so Familienunternehmen wie Sie. Sehen Sie die Tatsache, dass Sie ein Familienunternehmen sind, eher als Beschleuniger oder eher als schwierig? Nein, ich glaube, es ist ein großer Vorteil, weil wir denken nicht in Quartalen, sondern wir denken in der Regel in Generationen. Also wir denken lange und nicht kurz. Und das sind unsere Ziele und darum habe ich mehr vor Familienunternehmen als Wettbewerberangst, in Anführungszeichen. Angst habe ich nicht, aber habe ich Respekt als vor Konzernen. Und Konzerne wollen in unsere Marktnische, wir sind in einer weltweiten Marktnische mit unserem Produkt, das interessiert die gar nicht. Das ist so ein kleiner Markt, das interessiert Konzerne nicht. Aber das ist ja gerade eine große Chance, sich da so breit zu machen und das so zu verteidigen. Also diese Spannung zwischen zwei sehr unterschiedlichen Welten, Unternehmen, da geht es um Strategien, um Rationales, um Budgetvergleiche und so weiter. Und Familie, da geht es um große Emotionen, Nähe, Vertrauen und so weiter. Diese zwei Welten passen für Sie zusammen und machen sich nicht gegenseitig kaputt. Und auch unsere Kunden, stelle ich fest, sind zwar inzwischen sehr gewachsen, aber sind fast ausschließlich Familienunternehmen. Auch, okay. Obwohl sie sehr, sehr gewachsen sind, auch sehr international aufgestellt sind, also nicht nur einen Standort in einem Land haben, sondern unser größter Kunde hat Standorte in 46 Ländern der Welt, ist aber ein Familienunternehmen. Okay, Und darum passt das irgendwie auch zusammen. Passt das dann zusammen. Und jetzt die letzte, nicht ganz unwichtige Frage. Wir alle sind ja nicht unsterblich, auch wenn wir uns manchmal so fühlen. Und Sie sind ja mittendrin, wie man ihn ansieht oder wenn man zuhört. Die Firma wird 100 im Jahr 2025. Das ist ja, weiß Gott, ein Grund zu feiern. Wie wird es denn weitergehen? Gibt es denn schon Überlegungen, was die vierte Generation anbelangt? Oder darf man das nicht ansprechen? Doch, ich bin sehr dankbar, dass Sie dieses Thema ansprechen. Das ist ein sehr wichtiges. Denn die Zukunft, haben wir ja eben schon gedacht, ist nicht nur für die Produktentwicklung wichtig, sondern die Zukunft heißt natürlich auch, wie geht es dem Unternehmen weiter. Und ich weiß seit anderthalb, zwei Jahren, dass meine Tochter von sich aus gerne in das Unternehmen möchte. Dann haben wir, sie hat letztes Jahr ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften beendet, erfolgreich. Dann haben wir besprochen, jetzt wäre es doch gut, du gehst mal in ein Unternehmen unserer Branche, aber eben nicht in unseres, sondern mal ein anderes Unternehmen in unserer Branche, lernst da die Branche aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Und das macht sie jetzt gerade und sie hat mir jetzt vor kurzem noch mal ganz deutlich gemacht, sie möchte sehr gerne nächstes Jahr zu uns ins Unternehmen kommen. Und das ist natürlich eine wunderbare Voraussetzung, wenn man weiß, dass zwei Jahre später das 100-jährige Firmenjubiläum hoffentlich mit vielen Freunden des Unternehmens, mit vielen Kunden,
mit vielen Mitarbeitern und vielen Familien gefeiert werden kann, dass das auch dann der Moment sein könnte, wo ich sagen kann, und hiermit stelle ich euch meine Tochter vor, die das Unternehmen weiterführen wird. Ich muss allerdings ergänzend dazu sagen, mein jüngster Sohn hat auch Interesse. Ja. Also es gibt zwei und die beiden verstehen sich immer besser. Er ist jünger als seine Schwester, möchte aber auch ins Unternehmen. Und ich glaube, entscheidende Inputs für die beiden hat es gegeben. Sie haben also viele Freunde und die haben ihnen scheinbar mal auch klar gemacht, wisst du eigentlich, was ihr da für eine Firma habt? Das hat sie gar nicht so interessiert, weil ich habe nie über die Firma zu Hause gesprochen. Also die Firma spielt bei uns im Familienleben, im Privatleben keine Rolle. Jedenfalls nicht thematisch. Und so haben meine Kinder eigentlich das nicht so wahrgenommen. Aber sie kamen selber auf die Idee. Und wenn das, finde ich, ist ein toller Weg. Und wenn dann noch die Freunde sagen und sie bemutigen, das würde ich mir an deiner Stelle mal angucken. Und so sind sie jetzt da auf dem Weg dahin. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen dazu gratulieren kann. Das ist so toll, als hätte es ein Drehbuchautor geschrieben, auch zum 100. Geburtstag, dann die vierte Generation, was ich natürlich auch schön finde, Stichwort Diversity, dass eine Frau, vielleicht auch mit ihrem Sohn zusammen, das übernehmen wird in einer doch sehr männerdominierten Branche und vor allen Dingen, dass sie es selber will, vielleicht auch noch durch andere ein bisschen getriggert, denn wir leben doch in freiheitsliebenden Zeiten und jeder will seinen eigenen Weg gehen, ist auch gut so. Aber wenn man dann von selber drauf kommt, dann ist es wirklich das große Los, was man da gezogen hat. Denn anders wird es nicht funktionieren. Und es ist ja immer seltener, dass die potenziellen Nachfolger, Nachfolgerinnen das wollen. Es gibt viele Studien darüber. Viele haben nicht Lust, so viel zu arbeiten. Viele haben andere Prioritäten, wollen sich selbst verwirklichen, was auch immer. Und wenn aus eigenem Willen zwei, die dann auch gut ausgebildet sind, das wollen, und wenn der Vater das gut findet und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sicher auch, das ist echt ein Glücksfall. Von daher können Sie sich, glaube ich, auf den 100. sehr, sehr, sehr freuen. Ich habe einen Vater, der ist 101 gerade geworden. Deswegen habe ich gerade mit dieser, über so eine lange Strecke Unternehmen geleitet zu haben, habe ich gerade Erfahrung, also großartig. Also dieses Wissen darum motiviert mich natürlich, jeden Morgen zusätzlich mit einem guten Gefühl in die Firma zu gehen. Zu Fuß zu gehen. Und die Herausforderungen, die vor uns stehen, sind groß. Aber ich sag mal, mit der Perspektive macht es Spaß, wenn man weiß, wir schaffen das. Top, was für ein gutes Schlusswort. Ich fand das Gespräch extrem schön. Und ich habe vor allen Dingen jemanden kennenlernen dürfen, der, wie vorhin schon gesagt, so einfach aus Selbstverständlichkeit heraus innovativ ist und immer wieder vorne sein möchte und nicht klagt und eben auch aus Verantwortungsgefühl, auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, sich um die Umwelt, um die Welt insgesamt, Nachhaltigkeit, Werte und so weiter, Gedanken macht. Großartig, toll, dass es Sie gibt, Herr Wemhöhner, und einen herzlichen Gruß an das ganze Unternehmen, an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Langenscheidt.